Leute, ich habe euch letztens ja beschrieben, dass ich keine Ahnung habe, wie man ein Auto putzt, poliert, überhaupt irgendwas macht. Wir drillen den JP zum Putzen. Oder dass ich das lerne. Weil diese Videos werden wirklich anders. Diesmal ist nicht so, dass ich euch sage, so und so, hier Kolben und was weiß ich was, Wärmewert und sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich kann bei Mr. Wash, kann ich Geld abgeben, kann mein Auto sauber machen lassen. Das kriege ich hin. Und ich habe auch schon mal Felgen sauber gemacht. Das mache ich sogar gerne. Ich baue die dann ab und mache die von innen schön sauber und baue die wieder drauf. Aber ich kann nicht polieren. Ich habe keine Ahnung, was macht. Keine Ahnung, ob Watte. Gibt es Watte überhaupt noch? Die mit Watte irgendwas machen und damit Knete. Und was weiß ich was. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zu Sonax. Und die von Sonax haben mir gesagt, sie bringen mir das bei und zeigen mir alles, was es gibt. Natürlich ist es natürlich, ich berichte ja ganz offen, natürlich ist ja auch der Effekt, dass ihr dann seht, was es alles gibt. Aber ihr werdet auch sehen, wie blöd ich bin. Also Jonas ist mit. Genau, ich lerne das auch. Ich kann es auch überhaupt nicht. Ich kann es gar nicht. Und ich bin mir sehr sicher, viele da draußen wissen auch nicht, wie es geht, weil die genauso sind wie ich. Ja, behaupten zwar alle immer, in die Waschanlage fahren, das darf man ja nicht machen, das ist ja voll gegen den Lack und schlecht und hier und da. Ich weiß, ihr macht die Scheiße ganz genau. Wir wollen wir jetzt mal zusammen lernen, wie es geht. Und deswegen ist das Thema Army hier, weil, den lernt ihr gleich noch kennen, den Kollegen, der mir das beibringt, der ist so ein bisschen von der Ratensorte. Wenn ich die richtig mache, dann gibt es richtig einen auf die Klauleiste. Wie man Folien nämlich pflegt, das fand ich, so sind wir überhaupt auf das Thema gekommen. Weil er hat so vorausgesetzt, ja, du weißt ja mit Lack, wie es geht. Und nicht so. Ja. Und er, nein? Nicht? Nein? Ja, und dann ging's los. Da habe ich mein erstes blaue Auge mir eingefangen. Deswegen sind wir jetzt eingeladen und pennen dann da auch. Hoffentlich dürfen wir überhaupt schlafen. Nicht, dass wir auf so komischen Pritschen liegen müssen und nachts irgendwie mit der Nacht geputzt, so wach gemacht werden. Und wir polieren die Haube! Auftragen, reiben! Oh, warte mal. Oh, Motorrad, alles dabei. Nicht mal ein paar Videos werden. Bis gleich. Wir sind gleich da. Tschüss. Wir sind jetzt von unserem Hotel, sage und schreibe, 600 Meter gefahren? Ungefähr. Oh, da ist dann direkt hier so ein Bunker. Ist auch ganz klein. Quasi das Gebäude ist doppelt so groß wie das Dorf. Wie soll es anders sein? Das Ding ist blitzeblank. So, wir sind jetzt kurz davor reinzugehen. Ich bin schon so ein bisschen nervös. Ne? Also es geht quasi los, dass ich nochmal zur Schule muss. Und ich habe euch ja gesagt, der Dirk ist, ich sag mal so, ihr werdet mich verstehen. Wenn ihr ihn seht, wisst ihr, was ich meine. Wisst ihr mir ein? Müsst ihr gleich hier irgendwo sein? Guten Tag. Sag mal, geht's dir gut? Ja, sicher. Und selber? Ja, auch. Das ist der Dirk. Dirk, guten Tag. Ich muss nicht erklären, ihr seht, was ich meine. Ja? Da ist eine gewisse Autorität ist da vorhanden. Was machen wir? Geht's direkt los? Muss ich polieren? Muss ich waschen? Muss ich... Ja, musst du. Unter fachkundige Anleitung. Aber bevor wir das tun, ja, geht's erstmal zum Chef mit dir. Ho, 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 ho. Ich hab da was mal für dich vorbereitet. Du kennst das ja schon. Muss ich anziehen? Musst du anziehen. Das ist immer die gleiche Vorschrift. Kannst du noch? Nee. Ich komme jetzt schon vor wie so bei so einem Drill-Instructor. Was war's denn? Hey, hier schon mit dir. Boah, aber dein Dialekt ist auch nicht schlecht, Alter. Warum? Wer steht? Ja. Ich will nie Chef werden. Warum habt ihr jetzt auch einen Fahrstuhl auf meinem Fahrstuhl? Noch ein? Ja. Eh nicht, ne? Guten Morgen. Hallo. Hi. Hallo. Hallo zusammen. Ja, schickes Büro, hoch. Naja, wenn man die Treppen geht, schon, ja. Gehen Sie jeden Tag Treppen hoch? Wenn ich bepackt bin, nicht. Und auch sonst bin ich manchmal zu faul. Okay. Warte, guck mal da. Ist eine Nase von GP2-Fahrzeug. Haben die alle unterschrieben, die Fahrer waren? Dankeschön, weil wir das Team Aden sponsern. Nicht schlecht. Ja, Sonax. Seit wann gibt es Sonax? Sonax gibt es seit 1950. 1950? 1950, 65 Jahre. Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt?
315 etwa. Und damals? Und damals, ja gut, wir haben in der Gruppe 500, wir haben noch ein anderes Unternehmen, das ist ein mineralgewinnendes Unternehmen und das macht einen Polierstoff. Okay. Und aus der Polieranwendung haben wir dann Sonax entwickelt. Also erstmal mit lauter Leuten, die eigentlich in einer anderen Firma waren und dann hat sich Sonax verselbstständigt. Okay, cool. Jetzt sehe ich hier ganz viel unsere Kamera, wir waren alle schon hier. War der Sebastian Vettel auch schon hier? Vettel war noch nicht hier, aber Senna war mal hier. Warum? Ja, es war ja, jetzt erst neulich, jetzt vor ein paar Jahren war der Tomczyk da. Ja. Ja. Der hat auch ein paar Mützen hinterlassen. Okay, ja. Cool. Was ist denn das hier? Ist das ein Gangrad, ein originales? Das ist ein originales Gearwheel, ja. Das ist so dünn sind die? So dünn sind die. Das sind also Rennzahnräder. Ja, ja. Die wechseln die ja für jedes Rennen. Ja, ja, für jedes Rennen. Ne? Und passend. Und das war mal ein Geschenk von McLaren. Das sieht sehr gut aus. Ich bin immer noch nass geschwitzt. Was haben wir hier? Das ist eine Einladungskarte für ein Mitarbeiterfest letztes Jahr. Wie viele Generationen ist denn Sonax jetzt? Ich bin vierte Generation. Die vierte Generation? Ja, die mit der Kieselerde angefangen haben. Und Sonax ist dann 1950. Also Kieselerde für? Als Polierstoff. Und Kieselerde? Ja. Ich glaube, ich muss noch mehr lernen, als ich dachte. Ach, da kann man viel dazulernen über den Stoff, ja. Kieselerde? Neuburger Kieselerde gibt es nur hier. Klar, ist ja Neuburg. Ja. Ich nehme Kieselerde, um den Lack aufzubereiten. Auch, ja. Daraus ist die Sonax entstanden. Aus Kieselerde? Aus Kieselerde. Und jetzt machen wir natürlich viel mehr. Ist schon klar, aber ganz kurz. Jetzt machen wir, bevor Rezepturen und so weiter, ja. 200 Rezepturen? 200 okay. Rezepturen. Weil bevor der Meister da auf mich losgeht. Die Kieselerde ist ja hart. Ja, das ist so ein feinteiliges Agglomerat. Ein Agglomerat, klar, Agglomerate. Ja, von Nanoteilchen, natürlich. Und hat zunächst einmal einen harten Angriff. Und beim Polieren zerreibt sich das und wird dann zur Feinpolitur. Na, Füllstoff vielleicht? Ja, Füllstoff, ein Füller für einen Lack nicht. Nein. Füllstoff für Gummi und Gummiartikel. Aber und wird das ganz anders verwendet. Okay, Kieselerde. Und am Lack, da zerreibt sich das eben zu einer ganz feinen Politur. Aber jetzt haben wir keine Kieselerde mehr. Wir haben die immer noch drin. Das wusstest du? Wusste ich, ja. Erzählt er nicht so viel. Nee. Aber es wird sich deutlich ändern, bin mir sehr sicher. Vielen, vielen Dank, Herr Hoffmann. Danke, tschüss. Ich gehe in die Schule jetzt. Ja. Ich muss zum Unterricht. Los geht's. Okay. Das war eine blendende Idee. Was steht jetzt an? Produktion. Warum komme ich denn mal zum Polieren hier? Ja, ey, erst kommt die Theorie und dann kommt die Praxis. Das ist doch schon immer so gewesen. Ich hab vor dem Auto bist du schon Auto gefahren, bevor du in der Fahrschule warst? Ja. Bin ich. Offenbar haben wir es doch schon. Aber ganz kurz. Ich hab im Auto mal gesagt, wie sind wir? Auftragen, polieren. Das ist das, sag ich doch. Los geht's. Der Film aus Japan. So. Das sieht doch schon mal sehr. Sieht wichtig aus hier. Was machen die hier? Sind wichtig. Er? Man nennt ihn auch The Wizard of the Labs. Schwierig auszusprechen, du kannst es besser. The Wizard of the Labs. Ja, du bist Native Speaker, du hast einen hohen Vorteil. Okay. Und du heißt? Richard. Der Richard. Jo, hallo. Wir merken, ja, wo wir sind. Wir sind im unteren Teil Deutschlands. Der Richard. Jo, servus, Richard. Und was machst du, Richard? Ja, ich bin im Labor. Das ist Labor? Es ist ein Teil des Labors, das ist eigentlich das große Labor. Okay. Wir machen das was mit klein auf dem großen. Okay. Was baut ihr denn hier Schickes? Ja, hier werden Polituren gemischt. Hm. Hier drin? Ja, das ist der große Mischkasten. Also wenn ich hier aufziehe, kommt was raus? Das solltest du nicht tun. Nein? Erklär mal. Jo, das ist ein Mischkessel, der hat ungefähr so 5 Tonnen. Ja. Und 5 Tonnen Politur? Ja. Wie viel ist in einer Politurtube drin? 750 ml, 500 ml, 1 Liter, 1000 ml. Und 10.000 Pullen? Mhm. 10.000 Flaschen? Okay, weiter geht's. Wie lange kommt ihr mit dem aus, mit der Füllung? Ich würde sagen, oft bis zu 2 Ansätze pro Tag. Was? Ihr macht 20.000 Flaschen Politur am Tag? Auf jeden Tag? Ja. Hä? Ja, wir beliefern weltweit. Ja, warte mal. Ihr macht 20.000 Flaschen Politur am Tag. Und das heißt, ihr verkauft 20.000 Flaschen Politur am Tag. Das möchte ich kaufen, ja. Das möchte ich verkaufen. Okay, was ist denn da alles drin? Weil Chef hat mir gesagt, ich muss erst ins Labor, ich muss quasi erst lernen, was drin ist, bevor ich ran darf ans Gerät. Ich sage jetzt mal ein paar geheime Dinge. Ja, das Allerwichtigste ist das Schleifmittel. Richard, die sind doch unter uns. Also Schleifmittel. Was machen die Schleifmittel? Die machen den Lack glatt, dass er schön glänzt.
Aber wenn ich schleife, korrigiere mich. Warum rede ich überhaupt? Ich habe gar keine Ahnung. Auf jeden Fall, man schleift oben ab, dann ist es rau. Und dann muss man nochmal mit einer anderen Sache drüber gehen, ne? Nein, die Oberfläche deines Lacks ist rau. Weil wenn sie schön glänzen würde und keine Kratzer hätte, brauchst du sie nicht polieren. Dann brauchst das heißt, du sie nur versiegeln. Der Klarlack muss glatt sein, dann sehe ich den Lack gut. Stell dir vor, der Lack hat eine Oberfläche wie ein Gebirge. Ja. So, in der Politur ist ein Schleifkörper drin, so groß noch will. Ja. Mit dem reibst du dieses Gebirge runter. Die Kugel nimmt die Spitzen von dem Gebirge weg und wird dabei immer kleiner. Und wenn irgendwann auf Null angekommen ist, im Idealfall ist das Gebirge weg und deine Kugel, deine Schleifkugel, ist auch weg. Und es glänzt. Und das macht das Ding? Nein. Also nein. Aber da wird das zusammengemixt. Ja. Wie viele Bestandteile sind in der Politur? Unterschiedlich oft bis zu 20. Was? Ich habe ja schon gehört, Kiefler. Unter anderem. Kieselerde. Kieselerde. Ich weiß Bescheid. Aber der Blick, warum weißt du das? Aber rein theoretisch könnte ich eine Flasche trinken. Kein Problem. Also viele Inhaltsstoffe oder fast alle Inhaltsstoffe, die wir verwenden, finden auch Anwendung in der Kosmetikindustrie. Also was die Mädels sich ins Gesicht schmieren. Ja. Hier, zuhören. Ja, was die Mädels sich ins Gesicht schmieren. So, ne, so passen hier und passen da. Kommt auch aufs Auto. Viele Inhaltsstoffe findest du auch in unseren Produkten wieder. Aber nicht, dass du auf die Idee kommst, dass du bringst. Ja. Nein. Aber beim Felgenreiniger gibt es um. Felgenreiniger ist topgefährlich. Das denke ich mir. Also Felgenreiniger, aber da kommen wir gleich noch zu sprechen. Felgenreiniger, da schießt sich ja weg. Weil wenn ich manchmal sehe, was ein Felgenreiniger so drauf hat, da sprühst du drauf und der Dreck macht ja quasi so. Und springt ja von der Felge runter. So, weiter geht's. Verpackung. Ja. Abfüllen, verpacken, verschicken. Los geht's. Wir gucken. Tschüss. Das ist okay, das ist verpackt. Immer die gleiche Scheiße.